warten Sie! Ich habe die Miete aufgetrieben! Sie müssen das Waisenhaus jetzt nicht mehr abreißen! Zu spät, Pater! Kinder, lauft nicht davon! Was wollt ihr denn jetzt machen? Euch selbst befummeln? Dieser Job ist scheiße! Jetzt muss ich den Burrito rauskacken, mir wieder einen neuen reinstopfen und mich in die Falle hauen. Ding Dong! Sag mal, du hast doch echt einen Schattentut. Kannst du nicht sehen, dass ich gerade Astro vögel? Mein Name ist Lassie, du dumme Flampe. Wahnsinn, Foxy, du bist so eine Schlampe. Du hattest schon mehr infizierte Schwänze in dir als ein Krankenhaus in Shanghai. Ist das dein Ernst? Du bist doch nur eifersüchtig, weil dich keiner flachlegen würde, selbst wenn du Paris Hiltons beste Freundin wärst. Wow, ihr seid ganz schön fies zueinander. Du denkst also, mich will keiner vögeln, hä? Na schön, ich werd's dir zeigen. Ich werde in nächster Zeit viel Sex haben. Und ich werd gar keinen Sex mehr haben und dir damit beweisen, dass ich keine Schlampe bin. Und ich fang sofort damit an. Steckst du mir deinen Absatz in meinen Hintern, wenn ich dir 20 Erdeneinheiten bezahle? Naja, nachdem ich ihn mit meinen High Heels bearbeitet habe. Baby! Ich war mir sicher, dass Foxy den Sex aufgeben konnte. Ganz egal, was Toot gesagt hatte. Sie wird noch nicht mal daran denken. Und sie fängt jetzt sofort damit an. Hallo? Denzel Washington? Okay. Dann fängt sie eben jetzt an. Hi-ho. Was, Magic Johnson? Und was soll ich mitbringen? Oh, Baby, die brauchst du doch nicht. Ich nehme die Pille, Dummerchen. Okay. Juhu. Forrest Whitaker! Bist du und dein schielendes Auge bereit für ein bisschen Action? Okay, das hat jetzt noch nicht gezählt. Hallo? Colin Farrell! Oh, du meine Güte, seht mich nur mal an. Ich bin erbärmlich. Toot hatte doch recht. Ich bin voll die Schlampe. Na schön, welche von euch Hackfressen will sich mit mir vergnügen, hä? Ich wollte Foxy unbedingt beweisen, dass meine Vagina nicht nur als Nahrungslager benutzt wird. Oder als bequemer Kühlschrankersatz. Sie wird außerdem benutzt, um sexuell aktiv zu sein. Hopp, los geht's! Wer will sich mit den Tutoretten amüsieren? Ich bestimmt nicht. Ekelhaft. Keine Chance. Niemals. Nein, danke. Einer von euch langweiligen Lutschfingern wird mich vögeln. Ich kenne jemanden, der dir vielleicht den Gefallen tun würde. Was? Ernsthaft? Der Süße klingt ja traumhaft. Da ist der Toot. Der wird dich vielleicht vögeln. Weil du eine fette Kuh bist. Toot. Also, dich hätte ich ja am allerwenigsten erwartet. Ganz besonders, da ich seit Santa Barbara nichts mehr von dir gehört habe. Hör zu, wir sollten einfach nur Freunde bleiben. Na schön, dann lass uns heute ins Kino gehen. Das halte ich für keine gute Idee. Soll ich mich etwa selbst vögeln? Doc, Sie müssen mir dringend helfen. Ich will keine Schlampe sein. Wieso fällt es mir nur so schwer, das äthiopische Frühstücksritual auszulassen? Um Nymphomanie zu heilen, muss man sich meistens einer verdrängten Erinnerung stellen. Vorzugsweise mittels Hypnose. Was für ein knackiger, geiler Hintern. Stell dir nun einen Platz vor, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Aber dieses Mal gibt es dort keine Männer und es ist nicht das Heisel auf dem Hauptbahnhof. Schau in deine Vergangenheit, Fuchsi. Lass deine verdrängte Erinnerung frei. Erinnerung frei. Erinnerung frei. Oh ja. Ich glaube, ich kann mich an etwas erinnern. Hey, die Kleine da vorne, die sieht so süß und unschuldig aus. Ja, die wäre was für uns, oder Jungs? Ja, gute Idee. Die Schlampe schnappen wir uns. Ja, jemanden zu missbrauchen ist lustig, nicht wahr? Warte, Baby, noch kurz mal eine Pause. Doc, diese Erinnerung hat gar nichts zu bedeuten. Das ist nur eine Folge von der Lieblingsserie meiner Mami. Das Walker-Serie, das war deine Kindheit. Erzähl keinen Scheiß. Und das Walker-Glanz-Madel, das warst du. Ist das zu fassen? Und das Schlimmste daran ist, diese Jungs haben dich eindeutig verpumpernickelt. Oh, das klingt gar nicht gut. Und das darf auch dein eigenartiges Verhalten erklären. Wow, diese Hypnorette ist echt eine krasse Methode. Und sie darf nicht missbraucht werden. Das ist ja komisch. Mein Zinken juckt auf einmal so.
Ich wollte Toot etwas aufmuntern. Es muss doch eine Möglichkeit für haarige, fette, hässliche Mädels geben, um Sex zu haben. Wie ist es sonst zu erklären, dass griechische Frauen immer wieder schwanger werden? Beruhige dich, Toot. Du bist kein primitives, furchteinflößendes Monster. Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Ich hasse dich! Wir müssen dich nur ein wenig herausputzen und versuchen dir entgleiten, dass deine primitive, furchteinflößende Monsterfigur etwas kaschiert. Hey, du wirst garantiert schon bald einen Kerl finden. Was? Wären wir der Large Brian Shop für richtig Fette. Und er meint damit nicht groß, sondern richtig fett. Vielleicht sollten Sie gleich mal das Lieblingskleid aller dicken Menschen anprobieren. Das Mumu. Her damit! Oh, Mumu, du siehst ja wunderbar aus. Einpacken! Du bist die Lösung all meiner Probleme, Mumu. Ich liebe dich, Mumu. Wir haben gerade die heiligste aller Kreaturen unserer überaus sinnvollen Religion angefahren, eine Kuh. Heilige Kuhfladen, was tun wir jetzt nur? Wir müssen sie in unser scheußlich dekoriertes Haus mitnehmen und versuchen, sie mit unserem grausamen Essen wieder gesund zu machen. Da Wollknoll mir mit seiner Hypnozeze geholfen hatte, wurde es Zeit, meine Angreifer zu konfrontieren und eine Entschuldigung zu fordern. Hey, 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 hey. Ich glaube, die netten Wespen versuchen uns etwas mitzuteilen. Was denn, Fat Alan? Die Zeichentrickfigur, die überhaupt keine Ähnlichkeit mit Bill Cosbys liebenswerter Rolle Fat Albert haben soll. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es geht darum, sich seinen Ängsten zu stellen. Und was, Baba Ruba, soll uns das sagen, Bamboo? Ich weiß es, meine Freunde. Bilden wir einen Kreis. Okay. Sieht aus, als würde sich Fat Alan wieder einen Spaß mit seinen Jungs erlauben. Nur hat er keine Ahnung, dass Foxy Brown schon längst an seinem fetten Arsch hängt. Klar, was ich meine? Hab ich euch, Fat Alan und seine Schrottplatz-Wichser. Oh, oh, ein Weibchen. Packt eure Schniedel wieder ein. Wer zum Henker bist du denn? Du weißt ganz genau, wer ich bin. Als ich noch klein war, hast du mich vergenusswurzelt. Hey, hey, ich habe was? Tu nicht so. Und deine Kumpel haben nur dagestanden und zugesehen. So eine sexuelle Erfahrung würden wir kaum vergessen. Insbesondere, da wir uns für gewöhnlich nur im Kreis aufstellen und uns gegenseitig bekleckern. Hör zu. Das Einzige, was ich will, ist eine kleine Entschuldigung, damit ich nicht mehr sinnlos rumvögeln muss. Und dann können wir alle diese schlimme Erinnerung vergessen. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht für eine sexuelle Aktivität entschuldigen. Dazu bin ich gar nicht in der Lage. Ja, durch seinen Diabetes kriegt er nämlich schon lang keinen mehr hoch. Hey, Fat Alan, du bist wie eine Straßenkreuzung am Sonntag. Eine Straßenkreuzung am Sonntag? Ja. Kein Verkehr weit und breit. Du hast es getan. Es zu leugnen bringt überhaupt nichts. Weißt du was? Dein richtiger Vorname sollte eigentlich Donnerrohr lauten. Was laberst du? Wieso Donnerrohr? Weil aus deinem Mund nur Scheiße rauskommt. Ihr könnt später weiterlachen, Arschgesichter. Und zwar im Knast. Popo, verhafte diese Kriminellen. Oh, hey, pass doch auf meinen Deckel auf, Mann! Das war fantastisch! Diese Idioten verehren mich wie irgendeine heilige Kuh! Und solange sie mein kleines Geheimnis nicht rausfanden, dass ich nur wie eine Kuh aussehe, lag mir die gesamte Welt zu Füßen! Oh, wundervolle und majestätische Kuh. Wir hoffen, dieser traditionelle indische Tanz will deiner Genesung helfen. Rasta hamara takna, darwaza khulla rakhna. Rasta hamara takna, darwaza khulla rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Chehra saja ke rakhna, chehra chupa ke rakhna. Shaba. Ein Bollywood-Musical! Ich glaube, ich muss kotzen! Es kann sprechen! Ah, verfluchter Drecksmist! Ich meine, Mu? Ja, da habe ich mich wohl verraten. Okay, Arschgesichter, danke für den Fraß und diesen behinderten Tanz. Du kannst jetzt nicht gehen, sprechende Kuh, denn du bist die Auserwählte. Bitte, was bin ich? Na, du bist die legendäre heilige sprechende Kuh. Wir müssen sie zum mächtigsten Mann von Indien bringen, abgesehen von Kumar, dem Typen aus dem White Castle-Film, dem König von
Indien. Hä? Der König von Indien? Der Süße klingt ja traumhaft. Ups, tja, die fette Kuh ist auf dem Weg nach Indien. In der Zwischenzeit macht Foxy Love meinen Jungs mächtig Dampf. Klar, was ich meine? Sagen Sie uns, Miss Love, befinden sich die Schurken, die diese grauenhafte Tat begangen haben, heute vor Ihnen? Sind Sie in diesem Saal anwesend? Die Schurken sitzen dort drüben, wo ich normalerweise sitze. Ihr Zeuge! Miss Love, trifft es zu, dass Sie mit einer Bowlingkugel zu vergleichen sind? Mit einer Bowlingkugel? Ja, viele stecken den Finger in Sie und werfen Sie dann einfach weg. Macht es Ihnen was aus, aufzustehen, um dem Gericht Ihr klar definiertes Outfit zu zeigen? Chizzle Whizzle, da sage ich Einspruch. Ihr könnt es doch nicht so darstellen, als wäre das Opfer der Schuldige. Ehrlich gesagt, das Opfer als Schuldigen darzustellen, ist eine sehr erfolgreiche juristische Methode. Und sie hat mich wieder mal überzeugt. Miss Love, meine richterliche Entscheidung lautet schuldig. Oh, oh Chizzle, die Dizzle. Und was den Rest von euch angeht, ich fordere euch alle auf, einen Kreis zu bilden. Baby? Foxy Love? Ja? Wir machen aus deiner Zelle ein Spielcasino für die Wachen. Du kannst also gehen. Ja, ist auch gesünder für euch, wenn ihr mich laufen lasst. Ja, ja, ist recht. Hier hast du deine Sachen zurück. Dein Geldbeutel, dein Hattori Hanzo Stahl-Samurai-Schwert und eine Liste mit Leuten, die für deine Einbuchtung verantwortlich waren. Zeig mal, wer da draufsteht. Oh ja, richtig. Die Typen hätte ich fast vergessen. Sich an denen zu rächen, wäre keine schlechte Möglichkeit, um meine Aggressionen loszuwerden. Passagiere, wenn Sie aus dem Fenster blicken, sehen Sie eine rote Linie auf einer riesigen Weltkarte. Und nicht vergessen, Rauchen und Kacken ist nur im WC gestattet. Noch sind wir schließlich nicht in Indien, Leute. Oh, großer König von Indien. Oh, Moment. Haben Sie STRG Alt entfernen gedrückt? Und wenn Sie den Rechner neu starten? Nein, nein, ich bin kein Inder. Ich bin Steve, ein Amerikaner aus Texas. Oh, ei, ist es mein Fehler, dass ich 15 Minuten in der Warteschleife saß? Das glaube ich kaum. Wie heißen Sie und was kann ich für Sie tun? Oh, wir haben etwas Wundervolles, das wir euch zeigen wollen. Bringt sie rein! Rasta hamara takna, darwaza khulla rakhna, rasta hamara takna. Oh, das ist wirklich eine bezaubernde Kuh. Oh, und was kann sie noch? Sag schon! Was ich noch kann? Ich bin eine gottverfluchte sprechende Kuh. Das ist was Besonderes. Wem muss man hier einblasen, damit man etwas Käse serviert bekommt? Die Prophezeiung wurde erfüllt. Diese wundervolle sprechende Kuh ist jetzt unser oberster Herrscher. Oh, ihr wollt wirklich, dass ich euer oberster Herrscher bin? Das bedeutet, ihr müsst alles tun, was ich von euch verlange. Alle mal herhören, Leute. Bildet einen Kreis. Hey, was glotzt denn du, so Arschloch? Ja, ich musste viele Leute abschlachten, um so weit zu kommen. Aber schließlich ist es genau das, was einen guten Tarantino-Rachefilm ausmacht, nicht wahr? Ich habe mich gerecht und viel Blut vergossen. Natürlich mussten dabei auch einige Köpfe rollen. Und jetzt lautet mein Auftrag Kill Bill. Die Lieblingsfigur Fat Allen aus der Bill Cosby-Serie. Die heilige Kuh muss befriedigt werden. Ich brauche noch mehr Diener, und zwar im Handumdrehen. Ja, so viel Sex hätte Foxy sicher nicht erwartet. Ich habe mehr Penisse vernichtet als die Landmine in Vietnam. Das Dorf Tanduri weigert sich, noch mehr Männer zu schicken, damit sie mit euch Sex haben. Brennt das gesamte Dorf nieder. Und ich brauche noch 2 Flaschen Mayonnaise. Aber heilige Kuh, ihr hattet bereits Sex mit 9 Millionen Männern. Das sind fast 0,02% der Bevölkerung dieser Stadt. Ich sagte mehr Mayonnaise! Diese schockierenden Bilder eines sexfanatischen Kuhherrschers erreichen uns gerade aus Indien. Offensichtlich ist Indien ein Land, das sich auf der anderen Seite des Erdballs befinden soll. Bei uns erfahren Sie es zuerst. Du meine Güte, ganz Indien denkt, Tut wäre eine Kuh. Aber das ergibt auch gar keinen Sinn. Ich meine, wir waren beim Einkaufen, ich habe ihr eine Mumu gekauft und... Oh, Sekunde mal. Mu? Mu?
Jetzt weiß ich, was passiert sein könnte. Tut, braucht unsere Hilfe. Gehen wir nach Indien. Haltet euch an meinen Füßen fest. Oh, Fat Alan, wo bist du? Komm raus zum Spielen. Hey, hey, jemand hat heute meine Gang umgenietet. Tja, wer wird das wohl gewesen sein? Weißt du es? Vielleicht kommst du noch drauf, Dumpfbacke! Da! Verdammt, das war das Schwert, mit dem ich dich eigentlich aufschlitzen wollte. Hey, 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 so schnell kommst du mir nicht davon. Du erinnerst mich an den Kerl, der meine Mami nicht heiraten will. Was? Der Kerl, der meine Mami nicht heiraten will? Der hängt auch immer nur rum und redet Schwachsinn. Sieht im Moment ziemlich schlecht aus für die Foxy. Genauso wie für die Potler, als sie vom Stammtisch mächtig Prügel bezogen haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich nämlich nicht. Man sollte dich eigentlich Lance Armstrong nennen. Weil ich nur noch ein Ei in der Hand habe? Sekunde mal, ich dachte, Lance Armstrong ist der, der immer von so einem riesigen Magneten runterhängt. Warte, ich schwöre dir, wir haben noch nie ein unschuldiges Mädchen angefasst. Wir gehören nicht zu Bill Cosby, wir wurden nur von ihm erfunden. Wieso sollte ich dir das glauben, hä? Na, weil er die Wahrheit sagt, Fuxi. Die Burschen haben die nie angelangt. Ja, aber schon, Sie? Hört zu, du mieser alter Penner. Bei eurem neuen Herrscher ist euch ein Fehler passiert. Verstehen Sie? Ich habe meiner Mitbewohnerin eine Mumu gekauft und jetzt hält sie ihr ganzes Land für eine heilige Kuh. Ja, das Problem ist, sie ist keine Kuh. Die vier Mägen einer Kuh befinden sich innerhalb des Körpers. Kein Mensch würde jemals eine Frau mit einer Kuh verwechseln. Bei einem Wal wäre das was anderes. So unglaubwürdig es auch scheinen mag, sie ist keine Kuh. Ihr wagt es, die heilige Kuh als Antikuh zu bezeichnen? Verhaftet sie! Springt sie in den Innenhof! Sie müssen Held werden. Tja, liebe Mitbewohner, was habe ich euch gesagt? Die Kuh des Inders verarscht man nicht. Ich liebe öffentliche Hinrichtungen. Heute, meine Lieben, werden wir vier ausländische Gotteslästerer hängen. Tut und Teufel, was ist hier los? Diese Mistratten sind meine Mitbewohner. Sie meinten, ihr wärt keine Kuh. Oh, das haben sie gesagt? Wenn das natürlich der Wahrheit entspricht, werden wir euch nicht mehr verehren und ihr dürft niemanden mehr vögeln. Ach, wirklich? Aber dadurch konnte ich Foxy beweisen, dass ich genauso eine Schlampe sein kann wie sie. Komm schon, Tut. Möchtest du dein Leben mit Leuten verbringen, die dich für eine Kuh halten? Oder mit deinen Freunden, die dich nur als Kuh bezeichnen, um dich hin und wieder zu ärgern? Und außerdem haben wir einen McDonald's-Gutschein mitgebracht. Oh, ihr habt recht, Leute. Ihr habt tatsächlich einen McDonald's-Gutschein dabei. Aufgepasst, Telefonservice-Angestellte Mindestlöhner von Indien. Ich bringe euch allen die Erleuchtung. Ich bin keine Kuh. Wir wurden reingelegt. Schnappt sie euch. Bewiesen habe, attraktiv zu sein, indem ich Millionen von Indern gezwungen habe, mich zu vögeln, brauche ich nur noch eine einzige Sache. Ach ja? Meinst du damit Impfstoffe? Nee, ich bin gegen die meisten asiatischen Krankheiten immun. Fett Ein hat ihn ja angelangt, Fuxi. Ich hab dir bei der Hypnose noch falsche Erinnerungen in dein Schlampenhirn eingepflanzt. Fetzen-Gaudi. Wieso würdest du sowas nur tun? Naja, das machen wir Psychiater bei den meisten Patienten. Wir pflanzen falsche Erinnerungen ein, damit die Leute nicht so oft über ihren Scheiß-Charakter nachdenken. Oh, verdammt, man sollte mich am besten Abtreibungspille nennen. Was? Wieso denn Abtreibungspille? Na, weil ich unschuldige Kinder umgebracht habe. Oh, Fett Alan. Tut mir so leid, dass ich deine Gang abgeschlachtet hab. Der Einzige, der eine Abschlachtung verdient hat, ist Dr. Wollknäuel. Moment, bevor du das machst, was dir nachher leid tut, darfst du zwar nichts vergessen? Mein langer Zinken juckt schon wieder. Kratz, kratz, kratz. Hey, implanted memories are great. Nah, you can be a total asshole.
have to feel bad about it. No matter how many folks you kill or screw, 'cause nothing will ever have to be your fault. That's what implanted memories do for you, and that's why they're cool. Nah, nah, you can be a total asshole.